Hallo! Moin, moin! Und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends, ihr tollen Spieleverliebten, Verliebten da draußen. Es ist ein wundervoller Tag in unserem wundervollen Königreich. Ja, auf jeden Fall. Und das spielen wir nämlich auch. Ein wundervolles Königreich von dem Kobold Spieleverlag wurde ins Deutsche übersetzt und kam im Original bei der blauen Box raus. Von Lisa anscheinend. Guck mal hier, Deutschlandphase und Lisa Prohaska. Ja. Ansonsten Frederik und Anthony haben Grafik. Grafik und Design gemacht. Ist die Zwei-Spieler-Variante oder auch das Solo-Spiel zu Eine wundervolle Welt? Das steht, das seht ihr nicht, aber Luftlinie hier, 2,5 Meter. Schaut der Finanzminister schon auf uns herunter. Er guckt so ein bisschen skeptisch. Ja, und wir gehen also ein bisschen so ins Mittelalter, würde ich jetzt mal sagen, zurück. Ja. Wir haben aber ansonsten, wer das Grundspiel kennt, wird ja vieles wiedererkennen. Das ist dann einfach so. Man wird sich vielleicht fragen, der große Vorgänger, der war ja Drafting, so ein Zwei-Personen-Drafting ist immer so eine Sache. Ha, können wir euch schon gleich mal sagen, ja, da habt ihr recht, Drafting wird es nämlich nicht geben. Naja, ich werde dir ein Angebot machen, darf ich nicht ablehnen. Genau, sondern vielleicht, du hast nicht ganz unrecht, Draft, ja, eine andere Form der Entscheidung und Auswahl der Karten. Ansonsten ist der I split you choose, kann man sagen. Ja, der Core-Mechanismus immer noch der gleiche. Wir werden Ressourcen generieren können, weil wir Karten abwerfen, wir können produzieren Ressourcen und dann wollen wir natürlich tolle Karten aufbauen. Das Ganze ist so ein bisschen auch modular aufgebaut. Es gibt hier nämlich drei Module und wir haben uns für das im Heft Bedrohungsmodul. Genau, Modul Nummer 2 ist das, glaube ich. Nee, eins. Es ist eins schon. Okay. Modul Nummer 1, das Bedrohungsmodul. Das ist nicht Pete und Alex, also heißt das Modul nicht, sondern wir haben uns, das können wir euch auch mal ganz kurz zeigen, wir haben uns für zwei Bedrohungsarten entschieden, nämlich einmal die Schatten und die Eisriesen. Die sind doch eingefroren einfach. Das ist nur ein eingefrorener Berg. Ja, kann denn das bedrohlich sein? Nee, ist ja auch nicht bedrohlich. Du kannst das Gebäude nicht fertigstellen. Also meinst du, es breitet sich einfach aus? Das ist genau, ja. Ist so, wie so ein Kokon, weißt du? Okay. Kannst ihn ja stehen lassen, wenn du ihn so schön findest. Aber Punkte bringt er dir nicht. Ja, das stimmt. Wir haben es für euch hier schon mal vorbereitet aufgebaut. Wir haben hier dieses kleine, wundervolle Tableau, ja, was eigentlich nicht mehr macht, außer Ressourcen zu halten und die Runden anzuzeigen. Ja, und unser Königreich uns zu sagen, wer wir sind. Wer anfängt auch zum Beispiel. Ne? Das heißt, Blau fängt halt hier Blau fängt an. Erste Runde, wir spielen das Ganze über 4 Runden. 1, 2, 3, 4. Also ihr seht, dass wir uns abwechseln werden. Was aber auch spannend ist, dass es halt 1, 2, 3, 4 ist. Die meisten legen ihn nämlich dahin, deswegen denke ich so, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Heute kommst du nicht so schnell davon. Ja, nicht, dass wir gleich von Runde 1 auf Runde 4 gehen. Ne? Also wenn es sehr schnell gespielt macht ist. Macht keinen Unterschied, wenn man trotzdem 4 Runden spielt. Ja. Ich spiele Blau, den alten Pete und das Meer hier. Ja? Den Herzogtum Valados, eine Seefahrernation, die... Ich sehe irgendwie so ein bisschen kriegstreibend aus, Herzogtum. Ach, ja, jung und stürmisch, würde ich das eher nennen. Ja, also ja, aber ich habe auch so eine blutende Schramme unter meinem Auge. Ja, das ist nach dem Spiel. Ja, verdammt. Ah, ihr seht schon, so ist das damals im Mittelalter gewesen. Ja, wenn du halt nicht aufpasst, wenn das Schiff in den Hafen kommt. Ja, ist angeeckt, ist quasi an mir angeeckt. Genau. Dann haben wir jeder von uns zwei solche Fallenmarker. Werdet ihr auch gleich sehen, was es damit auf sich hat. Und wir haben schon eine Vorauswahl an zwei Karten getroffen. Wir haben quasi einmal der obere und der untere Bereich. Und Pete hat es ja eben schon angedeutet. Man wird gleich eine Auswahl erschaffen und dann nimmt man entweder alle Karten des oberen oder alle Karten des unteren Bereichs. Und die sind natürlich mehr oder weniger immer so aufgebaut. Ich habe was vergessen. Dass sie, jetzt hat er den Durchblick, dass sie jetzt sehe ich auch, worum wir spielen. Um links immer quasi die Kosten angeben, die man da
ja, hinlegen muss, um die Karte dann wirklich zu bauen. Wenn man sie recycelt, dann kriegt man die Ressource. Und je nachdem, was es für eine Karte ist, hat sie auch manchmal Bauboni. Ne? Hier wären es jetzt 3 Soldatenplättchen, hier ist es zum Beispiel 1 Soldatenplättchen. Und im unteren Bereich mitunter Produktionen, ne? Was es für Ressourcen produziert. Und oder auch Siegpunkte, die generiert werden, ne? Wie man das auch von einer wunderbaren Welt schon kennt. Ja, oder vielmehr Pete ist ja Startspieler. Wir haben jeder, 7 Karten bekommen? 7 Karten kriegt jeder und wir ziehen dann eine Bedrohungskarte. Spielt man nicht mit dem Bedrohungsmodul, zieht man eine Katastrophe. Hm. Das sind also -4 Siegpunkte. Wer es also nicht so kriminell möchte wie wir beide hier gerade, der kann das ein bisschen entschärfen, muss dann halt ein anderes Modul reinnehmen. Kommen wir am Ende des Videos nochmal drauf, was alles an Möglichkeiten gibt. Ja, und ihr seht jetzt hier mal so ein bisschen beispielhaft meine Hand. Pete ist jetzt nämlich an der Reihe, 2 Karten hier in diese Auslage oben oder unten hinzulegen. Und das kann er verdeckt machen, wenn er so ein Fallenplättchen drauflegt. Das kann man quasi nur 2-mal in der Runde machen. Oder halt offen. Da kann man jetzt ein bisschen bluffen. Und oder irgendwie, ja, keine Ahnung, offensichtlich wäre natürlich so eine böse Karte da drunter zu verstecken. Aber vielleicht will ich ja auch nur reinsneaken, um mir was zu sichern, weil die Karte an sich eigentlich ziemlich gut ist. Wir spielen auch jetzt hier schon mit der punktegebenden Seite. Die Karte hat hier Vorder- und Rückseite. Ich möchte insofern eigentlich gerne hier gelbe Karten bauen, weil da gibt mir nochmal jede gebaute gelbe Karte, das ist glaube ich so eine Art Herzogstumskarte oder sowas in der Schnelle, geben mir 2 Siegpunkte, während Pete gerne diese blauen, diese Erkundungskarten bauen möchte. Ja, da ist auch gerade keine bei und irgendwie habe ich auch keine gezogen. Was natürlich sehr schade ist. Du möchtest, also Pete kann mir jetzt bestimmte Sachen auch schmackhaft machen oder nicht. Ne? Genau, was wolltest du da eigentlich haben? Also ich will theoretisch gelbe Sachen, gelbe Karten bauen, aber weiß auch nicht am Anfang. Und natürlich sind Karten, die Soldaten generieren, in unserem Fall gar nicht so unwichtig, weil wir möchten natürlich diese Bedrohungen abbauen und vielleicht hier nochmal an der Stelle, ne? Also die Schatten, ne? wenn ich drei Soldaten abgeben kann, dann kann ich diese Schatten besiegen. Ja, was die einzelnen Bedrohungen machen, würde ich sagen, kriegen wir raus, wenn es soweit ist, wenn wir die nämlich ziehen. Ja, wenn wir die ziehen, ist gut. Ja. Da muss ich dich ein bisschen locken. Soll ich schon mal, ich kann ja mal so für euch, dass die Spieler so ein Hauch deiner Karten. Das sind Sonderkarten, die mit drin sind, sogenannte Schatzkammern. Das habe ich natürlich schon Hinweis gegeben, das weiß man natürlich nicht. Es gibt 10 Stück im Spiel. Schatzkammer, als wenn ich wüsste, was eine Schatzkammer ist. Der Eisriese, der bei mir rumtobt, den ich irgendwie unterbringen muss. Und ich muss jetzt 2 Karten davon spielen und eine ist vielleicht ganz cool, weil er bei ihm das macht es die Sache vielleicht ein bisschen schmackhafter. Und ich würde mal sagen, ich spiele die beiden mal und lege natürlich eine hier, damit das Angebot hier auf ist und ich lege hier eine unten hin. Da haben wir jetzt den Waffenspezialisten und einen Markt und da oben den Weiler und das Bergwerk. Ja, das Bergwerk geht ziemlich tief, weil es nämlich auch direkt, wie man sieht, 2 rote Cubes erwirtschaftet, die sonst schwer zu bekommen sind. Ja, und ich muss jetzt mich entscheiden. Welches Schwein hätten Sie denn was gerade? Was ich quasi nehmen möchte. Eieieiei, das braucht 3. Tja, eine gelbe Karte. Pete möchte vielleicht gerne diese Sache. Also irgendwie... Nimmt man jetzt das Offensichtliche? Was ist denn das Offensichtliche? Naja, ich muss dich ja verstehen. Wenn ich jetzt gerne natürlich gelbe Karten hätte, weil ich dafür Siegpunkte kriege, ist das natürlich vielleicht schon ein bisschen offensichtlich. Allerdings gibt es hier auch gerade 3 Soldaten. Man muss aber auch sagen, man braucht diese rote, diese Kristallressource. Also man braucht 2 Bevölkerung und so einen Superstall. Ach komm, ich nehme einfach mal das Bergwerk und den Weiler. Ja, die werden jetzt hier erstmal irgendwie so irgendwo hier hingelegt in sozusagen unserer Vorauswahl.
da kommen wir dann genau. quasi im nächsten Planungsschritt dazu. Man darf auch nicht, wenn man verdeckte Karten, da kommen wir auch zu. Darf man die nicht aufdecken? Darf man die erst am Ende der Runde aufdecken. Ja, und jetzt seht ihr natürlich hier folgende Sache. Jetzt gibt es hier einmal 0 Karten und einmal 2. Und ich muss auch wieder 2 Karten legen. Und ich kann natürlich jetzt auch hier Karten einfach nur hinlegen. Und kann auch seine miese Karte und einen Scheiß hinlegen. Ja, was ich mache, auf jeden Fall, ich lege hier mal diese Kackkarte. Nein. Achso, doch das, ja. Nein, was sagt der Nein? Was sagt der da Nein dazu? Ja? Und dann, was sagt er dann, der Alex? Was braucht er denn noch? Lü. Leg ich einfach mal, weil ihr kennt mich ja, ich und Tiere, ja, ich liege hier oben meinem Bauernhof hin. Du legst da einen Bauernhof hin. Jetzt will er mich doch wieder locken. Das ist doch eindeutig. Ich kenne dich doch. Kannst gerne den Bauernhof nehmen. Ich sag dir nur eins, Piet, ja. Das, sich um Tiere zu kümmern, ist auch sehr anstrengend. Das ist fast so anstrengend, als wenn man einen Schatten in seiner Stadt Aber hast du es immer kühl, wenn du einen Schatten hast. Dann brauchst du den Eisriesen nicht. Wirklich. Anscheinend, ja, vielleicht. Ja. Deswegen. Also beides zusammen wäre natürlich gut, ne? Weil hier brauchst du Bevölkerung. Ich weiß, aber das wollte ich dir jetzt nicht gönnen. Ach so. Ja. Aber vielleicht kriege ich es ja trotzdem, weißt du? Und ich nehme erstmal den Bauern. So einer ist er. Okay. Okay, Piet. Ja. Dann darfst du wieder 2 Karten legen. Darf ich das? Ich sehe schon, dass ich meinen Schatten selber jetzt gleich... Ist die Frage, ob du das nehmen möchtest. Ja. Weißt du was? Ich benutze hier mal so eine... Ah, super. So eine Hidden Tactic und lege hier oben meine Karte verdeckt. Und pack dazu mal... was packe ich denn dazu? Fetzen gerne. Ich glaube, die ist ganz cool. So eine Schatzkammer. Schon wieder so eine Schatzkammer-Sachen. Die braucht aber auch viel Gold. Man muss die natürlich auch irgendwie mal bauen können wieder. Du kannst ja wegwerfen für Gold. Ja, man kann die. Ja, natürlich hast du recht. Man braucht ja auch Karten wieder, um Sachen wegzuwerfen. Piet. Das sieht auch irgendwie nicht gut an. Ich sehe das schon, dass ich hier diese Kackkarte nachher noch kriege und die und das und tralala. Da musst du nur genug reinnehmen. Ich nehme mal die hier. Okay. Ich weiß nicht, ob das so toll war. Naja, wir gucken mal. So, jetzt. Piet weiß natürlich, was er da oben für eine Kackkarte hingelegt hat. Gar keine Wahrscheinlichkeit. Ja, vielleicht war das auch eine tolle Karte. Vielleicht hat Piet den Bluff richtig gemacht. Ach, das sieht man alles noch. Alles schön. Aber du hast, warte mal, du hast schon mal 5 Karten und ich habe erst eine. Stehst du? Ich werde mal auch verdeckt eine Karte legen. Ja, einfach, weil ich es ja kann. Ne? Die werden ja pro Runde, wenn die ja wieder aufgefüllt. Ja, ich mach das mal so. Und dann lege ich dir mal hier eine blaue Karte hin, Piet. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich übrigens mache. Ja? Also falls ihr denkt. Es ist die Insel Darakis. Das ist ja wie gerufen eigentlich. Da sind doch 3 Drachen drauf, muss man auch mal. Ja, sogar mehr. 1, 2, ja, aber ich brauche 2 Söldner, um die zu erforschen. Ist ja. Natürlich. Aber die gibt aus 7 Siegpunkte. Ja. Weißt du, spannend wie es ist. Ja, ich nehme ihn mal.
gucken, ob das so aufgeht, wie ich mir das denke. Bin ich dran, meinst du? Du bist dran, ja. Du bist dran. Ich guck mal, was ich hier überhaupt für Ressourcen generieren kann auch. Ja, ich muss meine Karte von Deck legen. Ach, das ist schon wieder. Ich hätte einfach meine Karte am Anfang nicht offenlegen sollen. Ah, das. Ja, man lernt ja. 50-50, ja. Oder vielleicht ist jetzt auch gar kein Eisriese. Hier, zwei schöne Cubes, die brauchst du bestimmt irgendwo. Zwei blaue. Blaue brauche ich gar nicht, Alter. Brauche ich gar nicht. Ich nehme die beiden hier. Wahrscheinlich habe ich da auch den Eisriesen. Ja, die kann ich jetzt hier mir noch nicht angucken. Die lege ich also jetzt hier irgendwie verdeckt erstmal ab. Und jetzt ist es schon wieder soweit. Blaue Cubes. Ich lege mal nochmal verdeckt hier eine Karte hin. Mhm. Und dann gebe ich dir die? Weiß ich auch nicht. Ach, vielleicht. Die geheime Bruderschaft, die würde 4 Siegpunkte pro Gelb geben. Das ist ja. Die geheime Bruderschaft kann man doch einfach für die Bruderschaft doch einfach abwerfen. Ja, die ist. Die brauchen ganz schön Powerbomb. Das will ich lieber verstecken. Aber jetzt ist nichts mehr zu verstecken, weil Saurons Augen, seht ihr hier schon? Sauron sind geschlossen, beide Augen zugedrückt. Ach, das, wenn du wüsstest, was das für eine Karte ist, Pete, würdest du gar nicht überlegen. Du würdest echt? Einfach ja, nehmen. Würdest du einfach nehmen. Jetzt ist sowas von genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ja, das ist das Beste bei dir. Ist immer das Beste bei dir. Aber ich leg mal die hier unten hin. Wo ist der Frostriese? Und dann ist die große Frage. Die große Frage. Dann lacht er mich doch aus. Aber vielleicht lacht er mich dann aus. Zwei lila Cubes. Okay. Ja. Ich nehme die beiden. Ja, natürlich. Die Firma dankt. Und jetzt. Irgendwie fühle ich mich nicht gut. Und jetzt. Zack. Und zack. Meine letzten beiden Karten. Shit. Oh, da kriege ich mal einen roten. Wenn man die gebaut hat. Mhm. Und die könnte ich so ja bauen. Wird eigentlich oben unten noch irgendwas abgeworfen oder bleibt es liegen? Das ist eine gute Frage. Mm. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich bin der Meinung, es wird abgeworfen. Oder? Ich habe 3 verdeckte Karten. Das fühlt sich gar nicht so gut an. Bist du schon ein bisschen nervös? Oder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen nervös. Aber ich brauche gar kein Rot so richtig. Ich brauche nur Söldner. Und Söldner kriege ich hier unten. Jetzt haben wir all unsere Karten hier vor uns schon so ein bisschen hingelegt und die Spannung steigt übrigens. Die Karte, die jetzt hier nicht gewählt wurde, die wird abgeworfen. Ja, schmeißen wir einfach. Schmeißen wir einfach weg im Mülleimer. Und jetzt passiert natürlich spannend, oder? Simultan passieren hier irgendwie alle möglichen Sachen. Ja, aber wir können es ja nach und nach mal durchgehen, damit die Leute hier überhaupt wissen, was sie tun. Hast du eigentlich eine schlechte Karte gezogen, Pete? Warte kurz. Das ist die verdeckte Karte? Ja, dreh mal auf. Nein. Nein, habe ich das nicht. Das heißt, ich habe hier die Vollkacke am Hacken, ja? Was? Ich habe hier unter den 3 verdeckten Karten, da ist nämlich der Eisriese dabei, ja? Ja, dafür hast du aber gute Karten gekriegt. Und, ja. Aufregend. Super. Pete, willst du erstmal anfangen, oder was? Weil ich habe ja gar keine, also du hast ja jetzt gar keine Negativkarten. Ach so, deswegen. Also die muss ich ja auch, das passiert mir gerade. Theoretisch muss ich die jetzt auch machen, ne? Ja, wir machen die. Also ich kann erst mal gucken, was die Frage ist ja, was wollen wir hier denn bauen, ne? Mhm. Weil alles bauen, wie immer, man will immer alles haben. Ich überlege nämlich. Kann auch, aber nicht alles bauen. Ne? Deswegen, vielleicht würdet ihr auch sehen, was man irgendwie bauen könnte. Ich finde den ganz gut, obwohl ich den Cube nicht wirklich brauche. Aber ich könnte das hier vielleicht sogar bauen, weil ich durch die Schatzkarte, wenn ich die wegwerfe, ja, kriege ich ja schon 2 Cubes, die ich dann hier raufwerfen kann. Und das sind 7 Punkte, also sogar 9. Ich kriege 2 rote, dann könnte man das vielleicht bauen.
Das kann man auf jeden Fall bauen, also nächste Runde fertigstellen. Wenn ich das wegwerfe, oder nee, wenn ich das wegwerfe, oh, schwierig, ja, weil überall sind Soldaten drauf, man muss sich ja wappnen. Aber das finde ich auch nicht so sexy. Wenn wir die beiden dann irgendwie wegwerfen, könnten wir das durch den Bau fertigstellen. Dann kriege ich schon mal Personen, die ich dann nächste Runde irgendwie so rauflegen kann. Das heißt, wir bauen das aus. Wir bauen das aus, weil ich ja Söldner kriege. Achso, das ist hier das Perpetuum Mobile eigentlich. Alternativ könnte ich natürlich sagen, wir bauen das nicht und bauen dafür die Kavallerie. Ich bin immer so, wir spielen ja auch nur 4 Runden. Das ist immer so ein Faktor. Das ist immer so eine Schwierigkeit. Dass man das halt gerne hätte. Wenn ich eine Person kriege, und das kann ich mit der Bruderschaft, kann ich das auch bauen. Das ist wieder schwierig. Ihr seht schon, und da zwirbelt es. Also das, die Bruderschaft geht also auch. So leid es mir tut, das sind so die 3 Sachen, die ich wegwerfen würde. Und die 4 finde ich alle irgendwie sehr hübsch. Manchmal übernimmt man sich auch, und ich weiß auch nicht, ob die Insel nicht der Bait schlechthin ist. Aber 7 Punkte klingt jetzt auch nicht gerade wenig, wenn ich ehrlich bin. Obwohl hier 4 Siegpunkte pro. Will ich noch was wegwerfen? Ja, Piet, dann guck ich mal hier bei mir. Mach mal. Ich habe mich hier auch mal entschieden, ich würde einfach mal hier so echt ein paar Sachen behalten und werf mal Dinge ab. Und zwar habe ich ja jetzt hier erstmal den Schatten, ne? Ach, ich kriege noch einen Cube. Der kriegt einen Cube. Und ja, ich muss jetzt hier eine Ressource, also eine Karte, recyceln. Und die Ressourcen kriege ich aber nicht, sondern die kriegt Pete. Was kriegst du denn? Du kriegst eine blaue Ressource. Aber, die darfst du aber nicht zum Bauen finden, genau, sondern nur für deine Alchemie-Sachen. Okay. Aber das macht die ganze Sache ja noch spannender. Und ich bin der Meinung, dass wir Krieger garantiert brauchen werden, um diese Bedrohung abzuwerfen. Ja, stimmt. Und deswegen werfe ich auch lieber diesen Drachen ab. Und ich werfe jetzt mal quasi hier ab für 2 lilane Cubes und 2 goldene Cubes. Dann kriegen, also die Sachen befinden sich im Bau bei mir. Das heißt also, ich kriege hier 2 blaue Cubes, wovon ich nur einen benutzen kann. Der andere geht hier rauf. Dann kriege ich einen Produktionscube, den ich. Was will ich denn sagen? Große Frage, will ich. Das sind Sachen, die mir nichts bringen, also fange ich hier an zu bauen. Dann kriege ich eine Person. Die Person kriege ich, würde ich hier bauen, glaube ich. Und den blauen Cube, den kriege ich halt auch aufs Brett. Damit dann die weggeworfen. Ja, wenn man 5 beliebige Cubes, ne, auf seinem Spieler, auf seiner Spielerkarte hat, dann tauscht man die in einen roten. Teil. Ja. So, ich habe ja jetzt natürlich hier auch Sachen generiert. Ich würde mal die hier so ein bisschen verteilen, meine Population Cubes. Kann ich die hier drauf? Na, doch, ich mache jetzt mal das, glaube ich. Und ich habe ja jetzt hier noch diese Riesenkarte. Das heißt, ich muss jetzt einen von meinen im Bau befindlichen Sachen erstmal einfrieren. Ja, generell macht man das mit einer Karte, die man in den Bau setzt. Die wird sofort eingefroren. Ne? Aber das macht ja jetzt keinen Unterschied. Also du kannst den Riesen nicht unter eine Karte schieben, die du schon hast. Das funktioniert. Das heißt, ich würde die mal hier, den Riesen quasi hier so, zack. Mein Markt ist eingefroren. Nee, das ist nur ein Eismarkt. Das ist ein Eismarkt, genau. Das ist ein richtig guter Eismarkt. Und so ein Riese hat jetzt halt den Faktor, dass er den Markt nicht fertigstellen kann, solange der Riese noch da ist. Das heißt, er muss beide Karten gleichzeitig erfüllen, dann hat er das Gerät auch gebaut. Das ist voll ätzend. Ja. Warum habe ich denn diese Scheiße gekriegt? Ja, weil du deinen Schatten offen gespielt hast. Mann. Okay, ja. Nach jetzt unserer Art Planungsphase wird produziert, Piet. Wir haben eine Produktionsphase, genau. Und das geht in dem Fall von oben nach unten, je nachdem, wo man sitzt.
Oder von, in dem Fall bei uns, von rechts nach links. Ja. Als erstes produziere ich 3 von den ersten. Ich auch, das ist bei uns beiden gleich. Also das ist bei beiden gleich, weil es wird halt auch überprüft, wer das meiste produziert. Der würde versuchen, einen seiner, also er würde dann als Bonus, er würde einen Produktionsbonus bekommen. Und das wäre dann der Fall, dass dann Söldner in die Richtung war. Seht schon, Pete kriegt da was fertig gebaut. Ja. Ich krieg hier auch was fertig gebaut und fange meinen Markt so ein bisschen an. Und ja, das ist natürlich jetzt wieder das gleiche in grün, das wird man fertig alles, baut. Alles, was man fertig baut, wir gehen den Cubes zurück. Und dann wird es hier oben einfach angelegt. Zack. Und da hat der Tollpatschbinden... Hast du irgendwas gekriegt? Nee, ich krieg hier nämlich einen Soldaten jetzt in meinen Vorrat. Ach so, guck an hier. Zack. Und ihr seht es ja hier, der schon. Geht auch ein bisschen unter. Ich hab hier so einen Produktions-, nochmal einen grauen Cube. Der wird jetzt allerdings nicht produziert, ne, weil wir hatten ja eben schon diese Produktionsgüter. Ja. Und wir kommen jetzt aber in die Population, also in diese lila Cubes-Produktion. Und da hat jetzt Pi 2, die er generiert, und ich einen. Also für dich 2, nehme ich ein. Und da ich mehr produziere, habe ich den Produktionsvorteil. Was bedeutet das? Ich könnte mir, wenn hier ein Söldner liegt, könnte ich mir den nehmen, aber da keiner liegt, werde ich jetzt erstmal einen anwählen. Der wird jetzt erstmal ausgebaut. Genau, also da wird jetzt erstmal einer in die Rüstung gesteckt, sozusagen. Und dann muss man die Cubes natürlich auch platzieren. Kann man sie nicht platzieren, wandern sie auch. Ich platziere meins in den Berg, ins Bergwerk. Und das wird demnächst, denke ich, auch fertiggestellt. Dann geht's weiter. Es wird Geld produziert, wenn man es denn produzieren kann. Also das ist komisch. Geld produziert. Ich habe keine Druckerei übrigens. Pete hat nämlich da Erkundung dafür. Ja, also jetzt hier, ich produziere also ein Geld. Ach, du produzierst ein Geld? Und dann kriege ich jetzt hier diesen Marker. Aber ihr seht schon, Pete wird gleich diesen Marker auch einsetzen können. Dann habe ich jetzt hier mein Bergwerk fertig gebaut. All diese ganzen. Boah, guck ihn dir an. Kommen jetzt natürlich hier wieder zurück. Ist das Bergwerk fertig gebaut? Ich habe allerdings. Hast du dann drei gelbe Karten? Hast du 2 gelbe Karten geworfen? Nicht schlecht. Ich habe allerdings das jetzt hier nicht jetzt mitproduzieren können, aber ich kriege als Belohnung 2 rote Cubes. Und die roten, alles richtig gemacht. Und die roten Cubes, die sind natürlich. Rote Cubes und können auch jede beliebige Sache ersetzen. Ja, genau. Ansonsten werden sie auf dem Spielertableau gelagert. Das ist das Einzige, was gelagert werden kann. Das heißt, ich kann mir auch noch überlegen, das später nochmal einzusetzen. Dann mache ich das, glaube ich, auch nochmal. Ich glaube zwar, ich würde es da hinsetzen, aber lagern wir das doch mal kurz ein. Wird doch mal zwischengelagert. Wird mal kurz zwischengelagert. Ja, Piet, du kriegst jetzt blau, diese Erkundung. Ja, pass auf, was wir mit Erkundung machen, weil wir dann nicht so viel erkunden könnten. Ich hätte gleich den Drachen doch behalten sollen. Ja, das ist jetzt 4. Und? Ja, weil ich vergessen habe, dass man ja... Du kriegst jetzt aber den Marker. Dann hätte ich auch schon einen. Mhm. Und dann hätte ich ja nächste Runde vielleicht sogar 2. Dann hätte ich es fertigstellen können. Mhm. Naja, so ist das. Nach dieser Produktionsphase gibt es jetzt so eine, ich weiß gar nicht, ob die Kampfphase oder jedenfalls könnten wir jetzt mit unseren Soldaten, wenn wir denn genügend hätten, könnten wir jetzt irgendwie gegen unsere Bedrohung hier vorgehen. Ne? Ich habe ja einmal diese Schatten, die brauchen also 3 Soldaten und dann habe ich ja hier auch noch meinen eingefrorenen Markt. Ich habe allerdings nur einen Soldat, das bringt also insofern leider noch nicht. Geh weg, Schatten! Also aktuell bin ich schon mal bei -9 Punkten. Ja, vielleicht hat er auch nur so einen kleinen Eispick. Und ich muss bei dieser Schattenkarte halt jetzt immer, solange ich die habe, muss ich halt immer eine Ressourcenkarte abgeben und Pete bekommt die Ressource. Ja, aber auch nur hier auf der nur hier, aber du bist da ja schon gleich bei 5. Ja, wie, sagt Mister, ich habe ja gerade 2 rote Cubes und gratis aus meinem Bergwerk geborgen. Wie es jetzt so ist, geht es in die nächste Runde. Das heißt hier, Marker kommt auf Runde 2 und wir kriegen wieder Karten. Genau. Wir nehmen die hier einfach ab und dann kriegst du jeder. Wieder 7 Stück und eine Karte. Diesmal musst du einfach diese Karten kriegen, die bösen Karten. Aber jeder kriegst ja noch eine Karte seiner Wahl. Nicht seiner Wahl, sondern seiner. Ich vermute nämlich ganz stark, dass ich in diesem Spiel alle Negativkarten kriegen werde. Jetzt mal den Schatten an die Wand. Ja, genau. So, werden wieder 2 Karten auch hingelegt, ne? Ja. Und das wirkt sogar davor gemacht eigentlich. Ja, egal. Ja, aber die hätten wir jetzt nicht auf der Hand.
Oh, eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste. Eine Kaserne. Eine Kaserne. Oh, Kaserne ist natürlich auch geil, weil die coole Sachen bringt. Weil die coole Sachen bringt. Mhm. Weil die coole Sachen bringt. Weil die coole Sachen bringt. Muss erst mal gucken, was es hier so gibt. Jetzt auch mal, glaube ich. Ich lege mal schon mal was verdeckt hier hin. Zack. Mhm. Und dann lege ich noch mal. Das sind ja nur Karten für dich. Dann lege ich, glaube ich, noch mal. Bin da noch so ein bisschen. Nochmal was verdeckt vielleicht. Dann lege ich. Dann lege ich. Ich hau gleich voll rein hier. Guck mal, ich lege gleich zwei verdeckte Karten, Pete. Ach, damit ich nicht weiß, wo die schlechte Karte liegt. Das ist natürlich sehr schön. Vielleicht bin ich auch so verwirrt und habe bei beiden keine schlechte Karte. Ja, Welt. Genau. Ich glaube ja, dass du lernst. Ja, ich weiß nicht so genau. Nur du weißt es. Nur ich weiß das. Ja, und jetzt ist natürlich schon trickreich. Ne? Trick, trick. Will man lieber die... Ja, aber wenn das da die schlechte Karte ist, dann hast du da wenigstens die Kaserne mit bei. Dann kann ich den schon mal bekämpfen, gefühlt. Mhm. Also schwimmen kann es gar nicht werden. Ich sehe gerade auf meinem Haar. Also das Artwork finde ich wieder auch sehr nett. Ich sehe nämlich gerade hier Hühner auf meinem Marktplatz. Hast du nicht eingefrorene Hühner, Pete? Ja, ich weiß nicht, ob ich das Geld nicht vielleicht sexy finde. Ich überlege mich, ich gucke gerade mal, was ich für Ressourcen. Ich produziere 4 graue Ressourcen, 3 Goldressourcen. Was du nicht alles produzierst. Ja. Also das Problem ist ja, ich produziere kein Gelb. Ja? Das ist ja traurig eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Und ich sehe auch nicht, wie ich das könnte. Deswegen nehme ich mal die. Ah. Ist mir das Geld so wichtig? Oder nehme ich den lieber? Na komm, ich nehme die hier oben. Und ja, ich darf in die untere verdeckte Karte nicht ansehen. Mhm. So. Ach, Zeus. Dann leg mal was Schönes irgendwo hin, Pete. Was Schönes? Was zum Spielen, meinst du? Och. Wer weiß. Ich leg mal die hier oben hin. Und die hier unten. Mhm. Ich brauche, glaube ich, wenn mein Plan hier aufgeht, auf jeden Fall was Blaues mal. Und Blau will ich dir auch irgendwie nicht gönnen. Ich nehme einfach diese Karte hier. Und dann hat nicht funktioniert. Und dann, ja. Und dann lege ich mal. Da unten liegen jetzt schon viele Karten, Pete. Naja, eines von dir noch verdeckt, eine von mir übrigens. Und. Oh, 4 Punkte mal Dingsbums. Das ist ja eigentlich auch sehr nice. Da muss man aber auch so ein Ding gebaut haben. Komm ich noch nicht. Hast du mir wieder weggenommen? Nee, das mache ich. Der Vollpfosten. Nee, der Vollpfosten, genau. Wer kennt ihn nicht, den Vollpfosten? Ja, das willst du doch bauen. Du hast doch 2 gelbe und einen roten. Das ist doch wie für dich hier Schneide. Aber hast du dann schon ein Ding? Es gibt ja 2 Punkte. Dann gibt ja jedes Ding 4 Punkte. Jedes Ding. Man kann ja immer nicht alles bauen, wie das immer so ist, ne, Pete? Das ist richtig. Das ist richtig. Aber vielleicht will man alles bauen. Ja, das ist hier immer das, was das Spiel so interessant macht. Können wir ja mal kurz gucken, was Pete hier schon so... Pete baut bald die Kavallerie fertig. Auf jeden Fall diese Runde. Ich habe auch schon einen Vorposten. Kann er die Kavallerie machen? Das ist schon vorher. Aber es hindert ja dich nicht, 2 Vorposten zu haben. Ja, aber... Ich bin so ein bisschen am... Bist du? Ich bin in dieser schönen Schatzkammer. Hier müsste wirklich Scheiße liegen. Wahrscheinlich liegt da der Eisriese von Pete. Ja, weiß ich nicht, weil wir jetzt 2-mal oben genommen haben.
Vielleicht habe ich mein Eisriesen noch. Ja, das kann durchaus sein. Sein. Ja. Aber man kann ja das ja mal. Dann kann das jetzt ja mal ein bisschen angehen. Den Eisriesen angehen, meinst du? Nee, dir, also, ne, man macht einfach mal so ein paar Angebote. Angebote, die man nicht ablehnen kann. Und dann. Botanischer Garten. Mhm. Ja, klar, man kann es natürlich auch extrem lukrativ hier gestalten. Ach, hier liegt es, hier liegt. Aha. Ja, ich nehme das einfach. Ich will das da unten nicht. Da liegen mir zu viel verdeckte Karten. Da habe ich Angst, dass da wieder Eisriesen und sowas dabei sind. Das heißt, ich lege Piet mal noch was Schönes hin. Dann habe ich ja eine gute Karte gekommen, meinst du? Ist ja super. Will ich, dass Piet es da unten nimmt? 2, 3. Wie viel? Anscheinend willst du das vielleicht. Anscheinend will ich das, aber du nimmst das nicht, ne? Du nimmst das nicht, Piet. Was ist da los mit dir? Mit mir ist gar nichts los. Guck mal hier, das ist doch, wird doch immer besser hier. Schau mal, was hier liegt. Hier liegt ein Drachenei. Ja, aber da muss ich wieder einen Soldat abgeben. Ein Drachenei. Du versuchst mich auch immer mit den Drachen zu können. Ja, ja. Ich versuche, irgendwie willst du nicht. Ja. Du kommst her? Aus von der Dracheninsel. Ja, genau. Ja. Das ist die Mother of Dragons, ja? Anscheinend, ja. Ein Zunfthaus. Oh, das produziert Gelb. Mhm. Geil, nehme ich. Mhm. Mhm. Aber so weitermachen, kriegen wir natürlich keine Karten diese Runde, weil wir die da unten alle nicht nehmen. Ja, weiß ich nicht, ob man die nicht nimmt. Aber du findest ja, also man kann ja die hier hinbauen. Immer so frei. Jetzt kommt noch eine Verdeckte oder so. Warum legst du denn da unten noch eine Verdeckte hin? Macht das Sinn, Piet? Weiß ich nicht. Ich nehme einfach die hier. Ich nehme einfach die hier. Zack. Und hier unten ist schon fast kein Platz mehr. Die haben wir so ein bisschen zusammengeschrieben. Anscheinend scheint der Schatten und die Leute da rauszugehen. So, da ich sonst nichts mehr nehmen kann, nehme ich die mal. Und dann wirfst du deine Handkarten ab. Nee, die werfe ich nicht ab. Also, ich darf dir noch ein Angebot machen. Du darfst mir noch ein Angebot machen. Stimmt, du kannst jetzt ja noch mal einen Drachen hinlegen. Leider muss ich das leider. Kann ich das nicht ändern. Was haben wir da? Da haben wir noch einen Weiler, der nochmal Sachen produziert. Ja, hier kann man also auch Karten doppelt haben. Das ist alles kein Problem. Mhm. Ich nehme einfach die beiden Karten, weil ich brauche irgendwie echt nur mal ein paar Karten. Dann wird das hier wieder abgebrochen. Ich brauche echt ein paar Karten. Ah, Piet, was hast denn du gezogen hier für tolle Sachen? Diesmal hast du beide schlechten Karten gezogen. Ach so? Wenn ich das richtig... das ist keine gewesen. Also hatte ich schon mal recht, dass die erste keine schlechte Karte war. Und dann habe ich wahrscheinlich beide... Ja, habe ich beide gezogen. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, Piet. Ja, und so ist es. So, und jetzt heißt es wieder überlegen, was ja, ich brauche länger, glaube ich, diese was Runde. Was man hier bauen und machen will. Ja, ja da können wir... Also das schmeiße ich schon mal weg. So. Der Gelehrte ist was natürlich cool. Bauen? Oh, die Kaserne ist hier, glaube ich. Ich muss ja wieder dann oder wieder eine Karte abwerfen, um Sachen zu produzieren. Mhm. Du kriegst auf jeden Fall hier eine blaue Ressource, werfe ich ab von meinem Schatten. Ich tausche die dann mal um, weil die sich ja automatisch. Ja, Piet kriegt jetzt gleich einen roten. Also vielleicht passiert das ja auch erst in der Produktionsphase, glaube ich. Aber nee, ich glaube, wenn das sobald es voll ist. Wenn du damit einverstanden bist. Aber ich muss ja auch noch eine Karte abwerfen.
Den was, Schatten habe ich ja auch. Was ist das für eine? Achso, das weißt du, das kannst du dann machen. Mach mal entspannt. Ja. Mhm. Eins. Es ist hier so eine blaue Ressource, der Vorposten geht einfach. Blau. Okay, dann nehme ich mir hier nochmal eine blaue, ne? Die lege ich mir hier auf. Zack. Und der Eisriese findet es sehr nett, der kuschelt mit dem Drachenei. Sehr gut. Oder mit was anderem? Ja. Schmeiße Drachenei, wenn die Drachenei sind an neuen Punkte, mal muss man das auch mal lassen. Ja. Zwei gelbe. Das baut man, also da kriegt man nochmal mehr Personen. Das habe ich schon. Da kriege ich eine Person. Da kriege ich eine Person. Das Blau konnte ich sonst nicht benutzen. Aber ich produziere dann ab nächster Runde Blau. Achso, die waren ja auch noch da. Ich habe ja so viele Karten. Ich werde hier nochmal was abwerfen und eine blaue Ressource nehmen. Ja. Zack. Den habe ich dann schon. Die Kavallerie soll ich schon fertigstellen, bin ich der Meinung. Ich bin, glaube ich, soweit schon ganz zufrieden. Ich habe hier meine Sachen, die ich gleich weiterbauen werde, schon mal noch hingelegt. Das baue ich dann nächste Runde. Ja. Meine eingefrorene Karte, die kann ich mal hier rüber packen. Die Kaserne sind simple Soldaten. Simple Soldaten. Tja, Piet. Der botanische Garten. Achso, und ich kriege jetzt zwei gelbe. Die lege ich schon mal weg. Dann kriege ich zwei gelbe, wovon ich nur einen benutzen kann. Dann sollte ich das auch bauen. Das werde ich zustellen. Ich nehme nämlich drei Gelbe. Wie kann ich denn schon machen? Verwenden. So viele Sachen. Naja, wieder Übermut, weißt du, das Ganze. Herr Peter hat ja die ganzen Karten sich hier geschnappt. Insofern war es jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil du hast jetzt auch zwei Negativkarten, aber natürlich vielleicht schon doch noch die ein oder andere Karte bekommen. Ich schmeiße ich im Bauernhof. Kriegt der Person? Wie war es damit? Und oder kann ich jetzt, ist die Frage, will man die behalten? Also ich bin erstmal, ich bin schon fertig, Piet. Ich glaube, ich bin fast, ja. Aber letztes Mal, als ich so wenig hatte. Leg ab den Burgturm da, oder was hast du da? Was ist das? Die Burganlage. Die Burganlage braucht kein Mensch. Doch, die bringen. Nee, bringen nicht. Wenn man davon nichts baut, wird es auch nicht fertig. Und die Kaserne bringt halt cool Leute. Weise Worte. Aber ich leg beide ab. Du legst beide ab? Was kriegst du da für schönere Fragen? Einmal Produktion. Und mit den beiden Produktionen schließe ich das hier ab. Das Zunfthaus gebaut. Okay, okay. Und kriege dafür einen Soldat. Okay. Ja, dann gehen wir natürlich wieder in die Produktionsphase. Und als erstes produzieren wir hier diese Produktionsgüter. Und ich produziere 1, 2, 3, 4 Produktionsgüter, Piet. Dann kriegst du den. Und du 3, ne? Ja. Ich produziere nur 3. Ja, genau. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall diesen Soldatenmarker. Du kannst dir deine 3 Produktionen nehmen. Nee, brauche ich nicht. Ich baue hier einfach das Ding fertig. Ah, baust du dann auch fertig. Und ich baue auch, die Kavallerie. Ich baue auch was fertig. Und kriege damit 3 Soldaten. Ich baue nämlich mein Steueramt fertig. Mein Steueramt? Ja. Mein Steueramt. Aha. Mehr gelbe Cubes, ja? Und dann baue ich, glaube ich, noch an meinem Weiler hier. Weiler. Dann werden Leute produziert. Produziere ich 1. Du 2, wa? Ich 2, ja. Ich sehe 1.
2 für Piet, 1 für mich. Das heißt, so ein Marker kommt wieder zu mir. Der rückt hier auch mal näher. Und ich werde hier, ich habe ja noch meinen Wild Marker, den werde ich nämlich hier, um meine Waffenspezialisten fertig zu bauen. Und da kriege ich jetzt 3 Soldaten. Kann es nicht ändern, aber es ist so. Ich packe mal die lila Cubes zu den lila Cubes hier. 3 Soldaten, da geht ja gleich ein Schatten die aus. Die Waffenspezies. Geht ja der Schatten ab. Ne? Ja, wohl, der Schatten wäre aus der Stadt jetzt kriegen, glaube ich. Wir haben Leute produziert und produzieren jetzt Geld. Ja, da produziere ich 5 Geld. Ja, ja, ich krieg einen. Ich krieg einen. Und der eine, der geht hier auf meine Karte. Es ist immer so, ne? Also, das war auch schon bei einer wundervollen Welt so, dass die. Wenn man sich auf Gelb spezialisiert hat, hat man Unmengen gelbe Cubes bekommen. Ja, aber die, das ist auch immer so eine Sache, die muss man natürlich auch. Also darf ich dir keine gelben Sachen mehr geben. Ja, und die beiden Cubes, die kommen hier rein. Die kommen hier einfach rein. Produziere gar nichts Blaues, Piet. Und die sind natürlich abgelegt. Das heißt, Piet produziert blau. 4 blaue Cubes. Ja, da geht's bei mir halt los, ne? Und einmal hier 3. Und dann kannst du dir, glaube ich, auch gleich schon den Soldaten dann vom Tableau nehmen. Ja? 3. Und ist hier noch irgendwo einer? Nee, aber das Drachenei fängt an, hier zu schlüpfen. Mhm. Dann ist und du kriegst 3 rote Cubes. Die Runen aus der Vorzeit sind abgeschlossen. Ich kriege 3 rote Cubes. Viel wichtiger aber, ich kriege endlich mal was, was Siegpunkte bringt. Erzähl doch nicht. Erzähl doch nicht. Genau so sieht's aus. So nicht anders. Dann haben wir jetzt natürlich schon jede Menge Soldaten, wie ihr seht. Wir haben beide 5 Soldaten. Und ich kriege natürlich den aus der Produktion. Ja, sogar 6 Soldaten. Peter, 6 Soldaten. Wir dürfen jetzt Dinge bekämpfen. Ja, ich bekämpfe den Schatten. Ich bekämpfe auch den Schatten. Ja, hier für 3. Können wir ja hier rauflegen, oder? Auf den Stab. Nee, das ist auch so ein Zeitmarker. 3 gehen hier wieder zurück. Ich behalte die einfach. Die sind ja schon ausgebildet. Ja, ich würde die, hätte die auch gerne. Wir müssen also immer Schatten bekämpfen. Vielleicht brauche ich dann noch 2. Ich hätte die auch behalten gerne, aber sollte nicht sein. So, dann rutscht jetzt gefrorene Drachenei hier mal ein bisschen. Dann kommen wir jetzt in Runde 3. Zacki bumm. So die werden wieder. Jetzt kommen die ersten beiden Karten oben unten. Ne? Das ist diesmal. Diesmal richtig. Also. Das Höllentor. Und ein Markt. Mhm. Markt, Markt, Markt. Aber das braucht auch wieder ein Soldat, der da das vorpünscht. Es gibt für Gebäude, aber es gibt für Armeen, gibt es Punkte. 7 Karten, Piet, für dich. Und hier ist die 8. Und jetzt noch eine Kackkarte auf die Hand. Eine schlechte Karte. Eine schlechte Karte. Hat nichts mit Kack zu tun. Eine schlechte Karte, sag ich doch. Du Koter, du. Doch. Und Piet fängt an, Karten auszuspielen. Oh, ich habe hier den Collector, Piet. Ich habe das Lager der Riesen. Wen wundert's? Wen wundert's? Ja. Ich habe alle Eisriesen dieser Welt. Wir haben einen Markt und wir haben das Höllentor. Ich muss dir was schmackhaft machen. Ja, wer weiß. Wer wie viele Punkte kriegst du denn? Ne? 2? Naja. Was ich? Bei mir hier das? Ja, ja, wie viele Punkte du pro gelbe so, Karte? Pro gelbe, das ist, nee, ja, nee, pro Monument ist ja nicht jede gelbe Karte. Doch, jede gelbe Karte ist eine Monumentenkarte. Ach so? Und jede blaue Karte ist eine Erkundungskarte. Das ist schon. Ach so, das ist also immer so. Okay. Dachte, du bist gerade bei 5 und nochmal 2 für die blaue, 6, 7 Punkten. Ne, 4 für die blaue, bei 2 und 2. Achso, das sind gar nicht, das ist gar nicht, also bist du 3 plus 4 für, bist du bei 7. Richtig. Und ich bin bei, was, bei 4, also ich bin nur bei 6 Punkten. Naja, und 6 im Bau, ich habe 9 im Bau. Siehst du, also, wisst ihr Bescheid wieder. Aber ich muss noch einen Frostriesen dafür bekämpfen. Ich muss auch noch einen Frostriesen bekämpfen. Naja, aber nicht für deine Punkte, nee, du hast hier den Markt eingefroren. Hier, der Markt, setz dich da mal hin. Genau.
und der Riese ging dahin ja, und setzte sich hin. Er hat sich da, was soll ich sagen, er hat sich daran orientiert. Guck mal, ja, das findest du doch immer schön, sowas. Der große Barsar, wer kennt ihn nicht? Diese verdeckten Karten machen mir echt immer Angst. Willst du da dieses super Höllentor haben? Nee. Ja, aber warum legst du denn da eine verdeckte Karte hin, wenn du das nicht hast? Ja, weil ich vielleicht die verdeckte Karte haben will. Ah ja, okay, ja, das stimmt. Ja, ich nehme das hier. Da bin ich einfach gestrickt, dass alles andere ist mit zu. Aber vielleicht ist es auch eine schlechte Karte. Ja, vielleicht ist es auch eine schlechte Karte. Ich mache das mal wieder, weil es irgendwie so spaßig ist, lege ich gleich zwei verdeckte Karten. Hier eine, hier eine. Pete. Weißt du schon, Pete? Was fühlst du es schon? Fühl ich es schon. Fühlst du es schon? Ah, Eis. Wo ist es kühl? Wo liegt der Eisriese? Ja, hier, hier ist ein bisschen kühler. Ja, der Schatten ist auch kühler als in der Sonne. Aber wenn da auch der Schatten liegt, du bist ja immer so, ich mach's mir mal einfach. Ich drehe einfach zwei um. Ja. ich nehme mal das. Gucken, was da angeritten kam. Legst du jetzt zwei Karten oben hin, Piet? Warum? Ach, das ist einfach nur so. So eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit. Nee, du wolltest ja immer den Bauernhof haben. Den Bauernhof? Mhm. Und wie wär's denn mit... Bauernhof ist schon schön. Warum legst du denn jetzt zwei Karten da unten hin? Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt auch null Karten richtig nehmen, aber ich nehme das hier. Der muss da doch im Schatten rein. Ja, das weiß man nicht genau. Das weiß man nicht genau, Pete. Und ich werde dir mal eine schöne Karte hier hinlegen. Guck mal da, der Sammler. Ja. Und, okay. Ich meine, du generierst ja auch relativ viele von denen. Ich generiere richtig viele von denen. Nicht. Und, das hier lege ich dann mal in die Wüstenstadt hin. Die Wüstenstadt ist aber auch hübsch. Mhm. Vor allen Dingen simpel, ist so ein Multiplikator. Das ist für dich ein Punkt. Und eine Multiplikator ist ne? Dreimal. Ja, nee, aber ist halt eine blaue Karte. Ja. Und eine blaue Karte wird ja alles. Also die ist ja auch fünf Punkte. Ja, ja, ja. Also, während die ja das war wirklich ist. Nett von mir hingelegt. Kann man nicht anders sagen. Sagst du so in deinem Jugendlichen Leichtsinn? Ja. Wie viel produziere ich denn hier nochmal? 1, 2, 3, 4, 4 Grau, 1, 2, 3. Ja, ich nehme mal das hier. Okay. Eine Karte verdeckt. Peter hat da eine verdeckte Karte gespielt. Peter hat da eine verdeckte Karte gespielt. Was wird er damit bezwecken? Was soll das da heißen? Guck mal, das kennst du doch schon, findest du noch super, ne? Steuerabend. Tja, nehme ich die verdeckte? Aber ich finde den Sammler auch nicht so geil. Da bin ich so ohne. Ich finde Steuerabend auch nicht so geil. Aber das ist halt fertig zu stellen. Ich weiß nicht, ob du Gebäude. Ich habe halt nichts Blaues bis jetzt.
Bis jetzt produziere ich nichts Blaues. Ja, du kriegst ja bald einen roten Cube. Und ich habe da. Achso, nee, den Schatten habe ich nicht mehr. Doch, ich habe einen neuen Schatten, aber hast du mir gesagt. Aber so viel Gelbes. So viel Gelbes finde ich, ey. Aber. Was könnte, ich meine, wenn das hier noch ein Eis ist, ja gut, das sind halt auch Minuspunkte, ne? Aber auch die blockieren halt eine Karte. Wie viele Leute produzierst du? Du produzierst schon zwei Leute. Das heißt, du müsstest die jetzt in dieser Runde, wenn du diese Karte müsstest du ausspielen, damit du jetzt zwei produzierst und nächste Runde nochmal zwei, dann würdest du das... Mit der Theorien an die habe ich nicht mehr im Hinterkopf. Das nicht gestellt kriegen. Aber du hast immerhin hier oben noch eine Karte, die braucht noch zwei. Du hast aber auch noch jede Menge rote Steine. Ich glaube, ich kann dir diese Karte einfach nicht überlassen. Ich nehme das hier. Ich nehme das und werde mal. Was werde ich denn mal da hinlegen? Guck mal, zum Steueramt passt doch so ein Markt. Und dann lege ich hier unten nochmal den. Oder nee, warte, oder? Guck mal, ich mache das mal so. Ich lege mal hier den verschollenen Tempel und lege hier das zum Haus hin. Machen wir jetzt. Sein Angebot, was er nicht abschlagen kann. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt so. Hatte eigentlich einen Plan, habe dann irgendwie nochmal drüber nachgedacht und den geändert. Von daher, wer weiß, ob das so clever war. Weiß ich auch noch nicht. Soll ich ja sehen. Okay, Pete, jetzt haben wir da den Frostriesen oben rauf. Hast du den noch? Nee. Nee. Nö. Den habe ich hier schon, wa? Ja. Dachte ich mir. Nehmen wir noch Karten? Ist die Frage. Aber du hast recht. Ich leg die beide mal dahin. Obwohl, vielleicht willst du die ja haben. Ich leg die hier mal hin. Obwohl, die ist für dich ja immer noch eine Ressource. Ich könnte jetzt die drei Karten nehmen und den Frostriesen. Mhm. Diese Minus, die Frage ist, das sind halt auch minus 5 Punkte, ne? Mhm. Minus 5 Punkte und ich krieg quasi dann aber nochmal Ressourcen auch. Ach, ich würde es, glaube ich, mal fast probieren. Probier das mal. Nimm mal den Frostriesen. Ich hätte ihn auch genommen. Dann, ja, zack, Markt und Kaserne. Naja, ich werde eine Menge Leute brauchen am Ende. Kommt ein Frostriese geflogen. Und er sich hoch. Setz dich nieder auf dein. Ich brauche kein Gelb. Aber. Das sagen sie alle. Ja. Das sagen sie alle, Pete. Dann brauche ich vier davon. Ich glaube nicht. Nee, ich finde die Kaserne angenehmer. Okay, dann wird der Markt wieder abgeworfen. Ich werde auf jeden Fall, ich gucke mir mal die Verdeckten an, Gott sei Dank, das war alles harmlos. Ich werde das Lager der Riesen hier, Pete, das werde ich auch mal einfrieren, glaube ich. Ich habe ja so einen Schatten. Du hast einen Schatten, ja. Du hast ja jetzt auch einen Schatten, ne? Das heißt, ja, du musst wieder eine Karte abwerfen und ich krieg die Ressource. Ja, ich überlege auch mal, was ich abwerfen werde. Ich rieche das durch. Ich glaube, das hier werde ich nie bauen. Ja, dann kriegst du hier so einen Produktionszug. Ne? Einen grauen, oder? Grauen, ist ja egal, welchen du kriegst, das ist ja eh wertlos. Ja. Ich werde auf jeden Fall das da mal einfügen. Und dann kriege ich erstmal für die schon mal zwei Leute. Ja, Ressourcenkarten sind ja auch immer gut. Ja, irgendwie komme ich jetzt hier nicht so auf den grünen Zweig. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6.
denn hier alles bauen, ey? 1, 2. Ich werfe ja auch mal hier diese Doppelressourcen an Leuten ab. Ich lege die alle in die Produktion. Was machst du? Du legst die alle ab, oder? Ich lege die alle in Produktion, weil das alles... Dass du die bauen willst. Weil ich die bauen will, weil das ja alles so eine Karten sind, die man bauen möchte. Oder ich jedenfalls. Möchtest du bauen? Ja, möchte ich. Dann werde ich hier mal noch wieder eine Karte ablegen für den People Cube. Weil das alles Multiplikatoren sind. Mal gucken, ob sich das ausgeht. Dann... Und dann, da habe ich 2 gelbe machen. Das macht das dann theoretisch schon. 1, 2, 3. Ich produziere 1, 2, 3, 4, 5 Geld. Und 1, 2, 3, 4, 5 habe ich jetzt auch gerade schon da liegen. 1, bau die hier nochmal. Und werf 2 Geld ab und damit. In der letzten Runde ist natürlich fies, ne? Die kannst du ja nicht kannst du ja so gut wie nicht bekämpfen. Wenn man so drüber nachdenkt. Und den Sammler baue ich auch noch. Who cares? Den hätte ich auch gerne gehabt, den Sammler. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das baue ich schon. Fangen wir jetzt mal an, oder wo sind wir? Was machen wir? Wir machen jetzt... Weil du hier gerade schon wieder Dinge machst? Ja, ich mache keine Dinge, ich habe nur meine Umtauschdinger hier. Ach so. Ja, ich habe jetzt auch fertig geplant, gemacht. Dann können wir jetzt in die Produktionsphase gehen, Piet. Ja. Ich produziere immer noch 1, 2, 3, 4... Ja, ich habe meins ja weggeworfen, ich produziere nur 3. Typen, das heißt, ich kriege hier auch diesen Marker wieder. Bin damit ein Gebäude fertig. Und ich kriege dafür sollte ich. Und dann mache ich das hier bei mir fertig und das hier. Dann, genau, ich mache auch einen Weiler, baue ich fertig. Das heißt, ich kriege auch noch einen Soldaten. Und ich baue noch das Zunfthaus fertig. Kriege ich auch noch einen Soldaten. Habe aber auch einen roten Cube in mir eingesetzt. Dann kriegen wir rekrutierende Bevölkerung. Bevölkerung, das sind die lila Cubes. Ja. 1, 2. Ja, habe ich auch 2, mehr brauche ich nicht. Aber dann kriegt keiner einen Bonus. Keiner kriegt einen Bonus. Dann baue ich hier mal den Gelehrten. Und der Gelehrte gibt mir einen roten Kristall. Dann wird Geld produziert, Piet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geld produziere ich. Ich produziere 2 Geld, aber die brauche ich nicht. Aber Piet produziert dafür ja mehr andere tolle Sachen. Ja, aber wenn wir nur eine Produktion gewinnen, das ist halt nicht so. Ach, ich Basti, wie das immer so ist. Ich habe einfach meine Cubes falsch gelegt, fällt mir jetzt gerade auf. Ich wollte ja dieses Ding hier fertig bauen. Oh, ich bin echt so ein Honk, ey. Ich wollte den großen Leuchtturm fertig bauen und hätte dafür, ich hätte graue Cubes, irgendwie war ich da zu gierig auf einmal. Ich habe 2 graue Cubes. Achso, damit du die blauen Cubes produzierst? Genau, ich habe 2 graue. Der war natürlich, ich habe 2 graue Cubes gerade falsch gebaut. Aber ist ja halb so wild. Der macht der erste Runde auch noch. Egal. Wo kriegst du dann blaue Cubes her? Na, durch den hier hätte ich dann. Nee, du hast ja schon welche rauf für die gerade. Ach nee, ist Bevölkerung. Entschuldigung. So Farb. Die sind sehr farbeng. Dann. Naja, dann lege ich die mal hin. Na, man muss ja auch mal durch Schmerz lernen, ne? Ja, tue ich die ganze Zeit. Wenn so, so viel wie du gebaut hast und ich. Okay, dann erforschen wir jetzt die Dinge, die da kommen. Ich kriege einen, Piet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verstehe.
2, 4, 6, 7 und dann rückt hier wenigstens einer nochmal so. Und diese Eisriesen, die kann man auch nur wegkriegen, wenn man die Karte fertig bauen würde. Ja. Ja, 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 ja. So. Was machen wir denn hier mit den 7? Tja, ich weiß nicht. Jede Menge Karten hast du. Ich sehe da auf jeden Fall so ein Ei zum Beispiel, aber da fehlen dir Soldaten. Das interessiert mich ja nicht. Ach, da oben auch dieses Höllentor. Alter. Also ich produziere erstmal die Wüstenstadt. Und gibt dann Soldaten. Für 2 Cubes, oder was? Ja. Dann habe ich noch 5 Cubes. Krieg also theoretisch krieg ich beides fertig. Wenn Peter noch weiter überlegt, teile ich mir hier oder uns schon mal die Karten aus. Dann baue ich das Höllentor. Und gibt noch einen Soldaten. Ne? Bist du schlau, hey! Höllentor erkundet. Hey, ho, let's go. Oh. Peter das Höllentor erkundet. Ich sieht auf jeden Fall das Gefühl, dass es nicht so. So, gut und dann muss ich hier noch meinen Schatten bekämpfen. Musst du nicht. Meinst du? Will ich aber, weil sonst Ressourcen zu wenig. Mhm. Ja, da befinden wir uns in der letzten Runde, Pete. So schnell geht das. So schnell. Oder seid ihr schon eingeschlafen? Das so schnell geht das. Ja, wir machen natürlich ein paar Sachen ein bisschen nacheinander, damit ihr vielleicht ein Ticken besser was seht. Was ist dein Stapel? Ja, den hast du schon mal gemischt, oder was? Wie gemischt? Ja, schon angeguckt. Was kann ich denn gebrauchen? Ja, habe ich schon alles mir angeguckt. Ja, weil ich habe halt alle Karten hier richtig gedreht. Ich wundere mich, dass die ganz schön so verkehrt sind hier. Da hast du hier schon wieder angestellt. Das habe ich gemacht. Ja, ja, ja. Ich bin dran. Achso, ja. Ich bin dran und darf dir da was hinnehmen. Was hast du denn? Das Heer, Alter. Guck mal, das Heer. Das Heer und die. Braucht aber richtig viele Leute. Das von Heer braucht richtig viele Leute. Oh Wunder. Das Heer. Mhm. Mhm. Eins, zwei. Aha. Das Heer. Ist aber vielleicht gar nicht so cool, das Heer. Nee, Rums hat er auch nicht, oder? Ich nehme einfach mal die Expeditionskarten und dann. Nice, nice. Mhm. Ein Anwerber, der bei dem Herr liegt. Wofür der wohl anwirbt? Und dann. Ja. Dann. Ach du, Pete. Pete. Ja, anwesend. Du musst noch hinlegen, halt gehören. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ein Blauer und eine Person, oder? Ach, keine Ahnung, ich lege dann mal die hier hin. Keine Ahnung, tut das so, als wenn er keine Ahnung hat. Ja, doch, irgendwie ein bisschen. Ich habe eher so auf die Ressourcen-Sachen geguckt. Ach so? 1, 2, 3, 4. 5. Ich habe noch gar nicht auf die Ressourcen geguckt. Ich finde aber 5 Leute schon ganz cool, aber irgendwie weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, von Gefühl kann ich jemand mehr anfangen. Mach das! Du hast auch so viele rote, ey, schon wieder. Das läuft ich habe nicht. Die überhaupt nicht. Ich verbrauche die halt nur nicht. Schon nicht wieder, ey. Ich verbrauche die halt nicht. Ja. Ich verbrauche die nicht. Hm. 1, 2.
Wie es ist, er braucht es. Kann ich dir richtig helfen? Ja, Hilfe brauche ich, glaube ich. Hilfe brauchst du, glaube ich. Sagst du so in deinem Jugendlichen? bin ich eigentlich viel zu nett. Eigentlich bescheuert, dass ich den Sammler angefangen habe zu bauen. Den hätte ich einfach weglegen müssen. Ich meine, diese Karte hier, die gibt nur Punkte für blaue Karten und ich werde wahrscheinlich keine einzige blaue bauen. Nicht selber, oder was? Nee, gibt nur für Ach so, blau. Für blau? Deswegen wollte ich den ja eigentlich haben. Ja, ich weiß, ich habe dir die weg. Ich hätte die einfach nur abwerfen sollen für die Ressourcen. Ja. Kannst du immer noch. Ja. Dann kriegt man den allerdings nur auf sein Königreich. Bei mir würde der also den roten voll machen. Und die Cubes, die da natürlich drauf liegen, sind weg. Ja, ist also nicht so geil. Ist nicht so geil? Ja, Pete, was legst du denn da Schönes hin? Man kann auch das Spiel mischen und zwei Karten legen. Ja, ich bin kurz davor, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich kenne die Entscheidung. Du hast doch eh schon gewonnen. Da guck du, also ja, du darfst doch gar nicht mehr weiter denken. Du hast doch eh schon gewonnen. Wer sagt denn das? Na, weil da eben so viele Punkte schon liegen. Hier liegen keine Punkte. Ja, sag da gleich. Und dann in der letzten Runde. Was denn? Ja, da liegt nichts. Ja, siehst du, 1-1. Ja, ja. Ja, aber ja, ich weiß. Da wird dann nämlich ganz leise. Ja, ja, scheiße. Aber gib dir ja gleich welche. Ja, ich weiß. Ja, ja, mach mal. Kommt hier David Zeug um die Ecke. Ich bin gerade mit meinem. Ja, David Zeug. Ich überlege gerade, wie ich die Sache spiele. Wie derb das Zeug wird. Ja, auf jeden Fall. Wie der Bluff total nach hinten losgeht. Ja, okay. Weißt du? Du weißt, wie ich die Eisriesen habe. Ich bin mal gespannt, ob ich Minuspunkte kriege. Ich habe schon minus 10. Ja, wir versuchen alle Minuspunkte zu kriegen. Ich meine, in der Endwertung. Oh, das wird ja ganz schlecht, sehe ich gerade. Das ist auch die letzte Runde nur noch, Piet. Ja, aber es ist ja gehüpft wie gesprungen. Das sagst du. Ich spiele mal eine geheime Karte auf jeden Fall. Eine geheime Karte spielt da rein. Und bietet dir dieses Portal als Gegenleistung. Guck mal. Ein Portal. Das produziert blaue Cubes. Ja, ich weiß. Pete, Alter, du willst all diese Sachen halt, da haben. Das sind halt 30 Punkte, ne? All diese Sachen da oben. Ach komm, Pete, ich nehme das Portal. Ach ja. Schön, schön. Dann lege ich mal verdeckt hier eine Karte und noch hier eine blaue Karte, Pete. Die ja richtig viele Punkte bei mir macht. Ach so, weil es nur gelbe sind. Ja, ist na klar. Gut, aber es ist eine blaue Karte. Das heißt, der 2 Punkte auf jeden Fall. Ja, super. Statt ihn, nö, ja. Ach komm, da kann man ihn nicht mehr mit einer blauen Karte eine Folge machen. Dann nimm doch deine lila Sachen da oben. Wenn du meine, das nicht ja, willst. Das sind mir viel zu viele Personen. Ja, die gibst du nur ab. Das sind nur für Ressourcen. Ja, eine Person und ein Blau. Die geben alle immer nur eine Ressource, Pete. Dafür kann ich ja nichts. Oder weiß er, dass da der Eisriese liegt? Also entweder Eisriese oder Schatten, Pete. So einfach ist die Entscheidung. Weil du sagst mir, dass das ein Schatten ist. Ist ja sehr nett von dir. Ja, weil das da oben ein Eisriese ist. Meinst du? Ich spüre diese Kälte hier rüber strömen. Wenn du der, wenn du dem so Wunder gibst. Oh Wunder, oh Wunder. Tja, ich war auf jeden Fall nicht die große Leuchte hier mit meinem Leuchtturm, kann ich schon mal festhalten. Kannst du schon mal festhalten. Ist immer wieder das Gleiche hier. Den Überblick nicht zu verlieren und dann sieht man doch noch eine Karte, das kann man denn machen. Dann hat man doch hier den Plan schon wieder gehabt, dann hat man das schon wieder verbaselt.
Aber das ist auch irgendwie das Nette an dem Spiel. Das ist das Nette. Du bist immer noch in der Auswahl der Karten. Er nimmt selber den Eisriese, der vielleicht dann doch keiner war. Ich dachte, ich mache das ein bisschen spannender für dich. Ja, richtig spannend. Ist das jetzt ein Schatten oder ist er das nicht? Also wie kriegen wir das raus? Das ist eine sehr gute Frage, Pete. Indem du da zwei Karten hinlegst. Okay. indem ich da zwei Karten hinlege. Indem du da. Dann ist es der Eisriese und der Schatten, wenn du da jetzt eine verdeckte Karte hinlegst. Was? Nee, ich mach das mal ein bisschen cooler. Yeah. Der Hammer. Für Helle Hammer. Thor's Hammer. Das ist vielleicht gar nicht so uncool, der Hammer. Dann kann ich nämlich meinen Mord. Was ist der? Kannst du mal hören? Lalalala. So ich hab gar nichts gesagt. Man muss so die Klappe halten, während die letzten Sachen. Hammer, wer braucht schon so einen Hammer, Alter? Niemand braucht so einen Hammer. Ich produziere 5 von diesen Ressourcen. Eine verdeckte Karte gegen. Ach, ich nehme das hier dann. Nimmst du doch deinen Schatten? Who knows? Who knows knowing? Who goes there? Who goes annoying? Gib ich das Piep nochmal oder was? Gib's mir richtig. Ganz egal wo. Das ist ja auch lustig, weißt du was? Ich mach mal das hier. Ich leg mal hier noch eine verdeckte Karte. Und auch hier eine. Nee, die bringt ja nichts. Ja. Die bringt ja nichts. Achso, jetzt muss ich was nehmen, meinst du? Ja. Gut, dann. Aber es ist immer eine blaue. Das sind diesmal sogar 3 Siegpunkte, weil die selber einen macht. Übrigens hat die blaue Box nur dieses Spiel gemacht, weil sie ganz viele blaue Boxen. Weil sie da ganz viele blaue Boxen auf den Karten. Naja, so, habe ich wieder beides. Schön. Kann ich mir das ausdenken, was ich male. Was hast du beides? Schatten und Riese? Ja, bestimmt. Wer weiß. Du wirst den doch jetzt noch spielen. Und ich spiele auch noch meinen Schatten. Kann noch abgeworfen werden. Folgt der Tati-Tati-Butzi? Folgt der TARDIS. Das ist natürlich für dich. Ach, die TARDIS. Na, nicht ganz. Aber ja, das wäre geil, ja. Da hinten ist so eine. Da hinten ist so eine Telefonzelle. Er ist auch blau übrigens. Ah, das nimmt. Für dich sind es fucking 5 Siegpunkte, diese Karte. Und du wirst die wahrscheinlich echt bauen können. Oder? Aber diese Doppel, du kannst echt alles bauen. Die Karte da oben sind übrigens 7 Siegpunkte. 7. Ach, ich will aber nicht Hate Draften. Ich nehme hier diesen Globus. Den Globus Peak. Aber die hat, macht auch eine blaue, einen blauen Küken. Ich weiß, aber nur einen. Ja, dann musst du jetzt 2 Dinge unten hinlegen, die du richtig geil findest. Ich habe ja nur noch 2 Karten. Naja, du musst halt. Ich leg die hier hin einfach. Scheißegal. Die ist eigentlich noch schlimmer, die Karte. Warum? Die macht alle Blauen bei dir nochmal wertvoller. Das ist eigentlich die Frage, hätte ich da oben. Ich hätte es da oben hinlegen. Ja, dann mach doch. Oder? Du darfst hinlegen, wie du willst. Aber das gibt dir noch die Einheiten. Magst du die Soldaten mehr oder weniger? Und das genau ist das Spiel. Scheiße, ich lasse es einfach. Ich hab's gelegt, gelegt ist gelegt. Da will ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja. Schwitzt da so leicht. So ein bisschen. So leicht schwitzt da. Ein bisschen schwitzt. Wenn ich das nicht unten nehme, weil das ja 2 Cubes sind, dann muss ich mal gucken. Oh, die sind beide gut. Wenn ich 2 Cubes... Also will ich das Volk haben? Kann ich dann bauen? Das
Weil eigentlich will ich ja das fertig bauen, weil es 9 Punkte bringt, aber ich die Armeen habe. Und um Armeen zu bekommen, ich versuche es einfach. Armeen, Alter. Ja, keine Ahnung. Das sind, ja, drei, aber das sind 9, das wären 9 Punkte. Naja, jetzt heißt es genommen. Das wären 9 Punkte, was das Ei ist. Naja, naja, so ist es. Auf ein Ei gegangen. Ei. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt alles natürlich durchzurechnen in dieser Phase. Ja, ist auch, also ich gebe dir mal was, wo du da richtig deine Bevölkerung richtig versenken kannst. Ja, ich glaube, so viel Bevölkerung generiere ich bloß. Ich nicht. Auch nicht, aber deswegen gibt es den dazu auch noch. Kannst ja da aussuchen, welche beiden Sachen du haben willst. Wobei das untere dir wahrscheinlich noch mehr Punkte gibt. Das hätte ich eigentlich wegnehmen müssen. Ja, weil das wahrscheinlich dir wieder. Das gibt ja auch 5 Punkte. So, dann werden die beiden weggeworfen. So, dann drehe ich mal meine schlechten Karten um. Pete, wenigstens hast du ein paar Minuspunkte gekriegt. Meine Karte übrigens ist Mondrakenwald. Ja. Ach, jetzt heißt es wieder überlegen, was kann man denn hier noch bauen und oder auch nicht bauen und überhaupt und trillern. Gib mir irgendwas noch rote Sachen. Ich muss ja, also, erstmal habe ich einen Schatten. Was ich ja schon mal abgeben kann, gleich sind die Ressourcen. Und dann? Bevor ich das wieder verkacke hier. Kriegst du hier so, du kriegst hier so einen, das krieg ich in so einen lustigen Cube. Ah, okay. Weil das werde ich garantiert nicht bauen. So einen Cube kriege ich. Jetzt darf ich hier. Achso, ich habe noch einen Eisriesen, den ich noch bedienen muss. Die muss ich bauen. Die kann ich auch bauen. Dann werde ich das hier auch mal abwerfen. Ne? Nochmal 2 Lloyds. 2 Lloyds. Ich habe auch gleich hier schon was fertig gemacht. Schon wieder. Diesmal habe ich jetzt meinen großen. Ich muss ja auch in Reihenfolge bauen. Leuchtturm. Naja, so dass du nicht so wie ich, der den Leuchtturm dann wieder verkauft. Kann ich denn, also kann ich das erst in der. In der Bekämpfungsphase dann fertigstellen, wo ich das reinhebe? Ja, anscheinend, also wenn du sagst, ja, wahrscheinlich genau. Schon, ja. Dann, also Sachen, die produzieren, gibt es dann irgendwie eher nicht so. Ja. Das ist wie so ein Produktionsgebäude, vielleicht nicht so geil. Guck mal, das habe ich auch fertig. Ich habe schon mal minus 14 Punkte übrigens. Ja. Wieso hast du ja schon Dinge fertig, wenn wir gar nicht produzieren? Na, indem ich Ressourcen abbaue. Ja, unglaublich. Ich schmeiß einfach Dinge weg. Dinge weg, ja. Das hast du richtig gut erkannt. Eine Person, ein Ding. Der kennt es nicht, das Zwei-Personen-Ding. Dann werfe ich jetzt hier nochmal eine blaue Karte. Die große Arena ist fertiggestellt, Pietje. Wer kennt ich will das herbauen, den Kurs, ist aber so. Die große Arena macht mir noch schmeiß ich 2. Den Anwerber ab und kriege einmal Population. Meine Produktionsreihe ragt gleich irgendwie in unsere Video. Wie machst denn du das? Er macht ja Dinge. Ich muss mir das Video danach nochmal angucken. Guck dir das mal genau an. 2 gelbe und einen roten, es gibt Siegpunkte, das baue ich auch. Mal gucken, was ich davon bauen kann, was nicht und was eine schlechte Entscheidung war. Es gibt keine schlechten Entscheidungen. Ja, ich habe schon mal minus 14 Punkte. Also insofern müssen wir die aufholen. Ich kriege einfach keine roten. Ich kriege einfach die roten Dinger. Ach doch, ich kann natürlich hier Sachen da produzieren. Also ich wäre soweit für die Produktion zu. Du wärst soweit. Baue ich das 1, 2, 3 und dann kriege ich nochmal 3 blau. 1, 2, das lasse ich. Ach komm, ich lege es einfach mal hier hin. Ich bin auch mal bereit für eine Produktionsrunde. Das ist doch schön. Dann kriegst du noch ein paar Soldaten und dann geht's ab. Jetzt wird erstmal grau produziert. Ich habe mir übrigens einen blauen Cube zu wenig gegeben letzte Runde, glaubst du nicht? Grau wird produziert, Piet. Ich muss nochmal nachgucken, 1, ob ich wohl ich habe 7. 3, 4, 5. Also richtig. Ich krieg 5 graue Cubes. Ich krieg nur 3. Nimm dir deinen Soldaten. Sind Soldaten am Ende so Siegpunkte eigentlich noch? Wir werden sehen, weil es gibt nämlich hier so geil, das habt ihr nämlich noch nicht gesehen. Das habt ihr noch nicht gesehen, wir haben. So ein abwaschbares Gorepad. Abwaschbares. Und wir können die Riesen.
Machen wir jetzt so, dass wir die Riesen wirklich nur besiegeln können, wenn wir... Zwei da und einer geht hier rauf, damit kriege ich einen roten. Und mit dem roten, der kommt schon mal hier rauf. Macht das Sinn? Ich baue keine Produktionsgebäude diese Runde, das ist lustig. Macht das Sinn? Danach werden die Titel, also das macht glaube ich keinen... Wenn ich glaube, dann packe ich das mal lieber hier rein. Oh nee, mir fehlt doch tatsächlich ein Rot. Jetzt wäre ein Blau, warte mal, wie viel habe ich? 1, 2, 3. Drei von den Typen. 1, 2. Da kann ich da noch einen reinsetzen. Ah, ich habe übrigens was fertiggestellt. Mir fehlt ein Roter übrigens. Mir fehlt ein Roter? Ja. Oder eine Person, das kann ich mir jetzt aber aussuchen. Noch so ein Söldner. Zu viele Söldner. Dann wird jetzt die Bevölkerung wird produziert, Pete. Da produziere ich 1, 2, 3. Was produzierst du da? Bevölkerung. 2, wa? Immer noch 2, ja. Dann ist der auf jeden Fall fertig. Ich habe jetzt ein paar Waffenspezialisten. Weil ich habe die ganzen negativen Karten am Hintern. Drei Soldaten. Wer kennt ihn nicht, den Arsch? Mache ich das doch? Ich brauche, glaube ich, echt diese Sachen, damit ich das fertig machen kann. Aber das könnte ich jetzt mal durchrechnen, aber ich lasse es gefühlt einfach mal. Also Leute bestimmt. Aber ich habe so viel. Dann wird jetzt Geld produziert, Pete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Geld. Wie viel hast du? 4. 4, 6, 7. Das heißt, ich krieg auch noch diese. Ich baue jetzt hier irgendwie eine totale Armee gerade auch noch. Die totale Armee? Ja, ich habe ja keine Punkte liegen. Ich habe es noch im Ohr. Wer kennt sie nicht, die totale Armee? Dann fehlt mir jetzt. Will ich das fertig bauen? Dann fehlt mir jetzt hier wirklich noch ein roter Cube oder was? Das will ich eigentlich schon fertig bauen. Das auch. Ja. Gucken wir mal. Ich tausche die mal hier um in den roten. Ich muss am Ende erstmal wissen, wie ich die rauskriege. Ich habe auf jeden Fall ein Portal gebaut, Piet. Ja, ich habe es ja geschenkt. Ein Portal habe ich gebaut und eine große Bibliothek habe ich gebaut. Aber das könnte ich ja auch noch, oder das kann ich auch noch lassen vielleicht. Das kann ich ja noch dann verteilen. Weil das generiert Geld, was jetzt eben schon generiert wurde. Von daher ist das egal. Dann werden jetzt blaue Erkundungscubes generiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 4. Ich produziere auch 7. Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blaue Cubes plus 3 sind 8. 9 sogar. Dann kriege ich nicht mehr den Soldaten. Schlägt er mich noch? 9. Ich krieg 9 blaue Cubes. Mann. Wo ist er? Aber ich gewinne ja mit nur trotzdem nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Da hätte ich ja jetzt doch noch ein bisschen mehr. Hätte ich das vielleicht sogar auch noch fertig. Naja, egal. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier noch ein gelber, noch ein roter Cube. Und das ist jetzt die Frage. Die zwei machen wir mal hier. Nichts verrissen war das fast. Fast verrissen. So. Ich mach das was. Ich habe noch die große Bibliothek und die Stadt hier irgendwie gebaut. Stadt Enor. Und den Wammler. Das ist mehr wert. Nicht in der Baut. 2, 4 Punkte, das sind 7 Punkte. Wo ist mein das her fertig? Mhm.
alles her, fertig. Wie viele Soldaten? Echt viele Soldaten am Ende gehabt, die nichts beißen hier. 2, 3, 4. So, das kann ich gar nicht. Hab ich irgendwann weg. Dafür kann ich dann meinen einen Eisriesen wenigstens loswerden. Dann nehme ich 3 Cubes, die ich nicht produziere. Damit kriege ich einen roten, mit dem roten. Und sind wir uns sicher? Wir können ja sicherheitshalber nochmal in die Anleitung gucken, ob ich die Eisriesen auch töten kann, ohne das Gebäude zu bauen. Aber vielleicht ist die so. Das ist nämlich ziemlich hart, die Eisriesenkarte. Ja. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Weil ich habe nämlich extrem viele Soldaten, die gerne einen Eisriesen töten. Ja, aber wenn du halt, da musst du halt mehr Produktion nehmen und nicht mehr Soldaten. Hast du mal besser gebaut und nicht nur Krieg. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. So, dann halt noch 4 Cubes. Die 3 hauen hier drauf. Halt. Kannst du dein Ei bauen? Ich guck gerade, gibt es auch die beste Wahl. Kriegt er nochmal enorm viele Siegpunkte für seinen Super. Dann habe ich ja auch noch 4 für den. Genau, dann töten wir jetzt einfach die Dinge, die wir hier noch töten können. Einen Riesen. Zack. Das ist hier noch gebaut. Den Obwohl der verschollene Tempel 2, 4, 6, 8 Punkte wert ist. Weg mit dem Riesen. 10 Punkte wert ist. Der ist mehr wert als das Ei. So ist das. Du hast deine Soldaten schön fertig ausgegeben, ne? Ich habe noch eine Ressource übergenommen. Ja, ich habe ja gerade das hergebaut, um, naja, fertig ausgegeben nicht. Ein Eisriese ist leider noch da. Ja, aber den konntest du nicht. Achso, du hattest keine Armee mehr, ne? Und aber auch keine Cubes. Aber ich habe als letzte mehr Drachen geleistet. Mhm. So ist es. So, dann kommen wir zum Finale. Jetzt wird nochmal zusammengerechnet groß, ne? Groß! Warte mal, wir können das ja mal hier im Titel zeigen. Weiß ich nicht, ob das so ist. Spieler kannst du schon mal ein. P und A. Guck mal, wir machen. P und A. Hört sich P in A. Ist das mal real? Ja, Mensch, dann können wir hier mal anfangen, die Punkte zu verteilen. Hier werden erstmal die gesamten, oder vielleicht legen wir es einfach sogar hier, das ist sogar fast besser zu sehen. Hier werden jetzt die Punkte, die einfach feststehen, also nicht die irgendwie so mal irgendwie. Genau, muss nur groß genug schreiben. Groß genug, also das heißt, bei mir wären das 2, 5, 6, 12, 17, 18, ja, 21. Aber ich habe ja keine Siegpunkte. 21, Piet, wie viel hast du? 19. 21. Merkst du was? Jetzt kommen diese lila Multiplikatoren, also die zusammengesetzten Karten, die irgendwie lila haben. Da habe ich gar keinen. Piet hat da so eine Karte. Nee. Ja doch, das ist doch eine lila Karte. Ja, aber das sind ja die Multiplikatoren. Das ist ja die Karte hier. 3. Ach so, ah, stimmt. Sind, ah, du also, hast ich recht. 7 Punkte pro lila Karte. 1, 2, 3, 4. 7, 14, 28. Ja, siehst du, da kommt es nämlich. Sieht er nämlich hier 28 und bei Alex nett. Ja, warte mal, wir sind jetzt bei Gelb. Naja. Bei Gelb kriege ich einen Strich. Bei Gelb kriegst du einen Strich und was habe ich? Ich habe hier quasi gelbe Multiplikationskarte. Also die gibt 3 pro gelbe Karte und meine Sache gibt jetzt 2, also 5 pro gelbe Karte. Ja? Und ich habe 1, 2, 3, 4. 5, 6. 30. Aber es sind ja auch nur 3 Punkte mehr bis jetzt. 30. Aber jetzt. Ein bisschen Jo. Jo. Das ist eine 30. Jo, jo. So, Piet, blau, dein super Multiplikator. 2, 4, 4 pro blaue Karte nur. Haben wir also nicht ausgebaut. Aber dafür ist das lila halt hart. Ja. Ne? 4, also 1, 2, 3, 4, 4 mal 4 sind 16. Ja, krieg auch noch Minus. Ich habe sowas schon wieder gar nicht. Verdammte Davongezogen. Das war's wohl. Ich habe einen Eisriesen hier. Ja, da halte ich mit hier. Das heißt, das können wir es ja. Minus 5. Ja, damit ich schön rechnen darf. Haben wir beide. Ich rechne übrigens nicht.
Du darfst zusammenrechnen. Ich habe immer die Punkt, Punkt, Punkt. Ich vermute auch ganz stark, dass du Punkt, Punkt, hast. Punkt sind irgendwelche Module, die noch Quest-Sachen oder irgendwas. Erweiterungen sind, weil nämlich der Kickstarter von dem Gerät, der hat natürlich noch ein paar mehr Module. Ich bin jetzt bei was? Bei 46 oder was? 51? Aber er rechnet nicht. Ich hab den 51 minus 5 sind 46, oder? Sehe ich das richtig? Ja, guck mal. Minus 5 sind 11, sind 20, 30, 58. Ja, ist ja auch, guck mal, ist die Brille, schön Augen und Mund nach unten hast du gemalt. Ja? Da ist deine Weil Emotion. Soldaten und Cubes und natürlich nicht fertiggestellte Karten ist ja nichts mehr wert. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, ich habe einen Cube über meinen Freund. Hier, den checkt ihr doch. Peter hat es wieder glorreich hingekriegt. Aber mein persönlicher... Und ich habe mehr Bösewichte bekommen. Ich wollte gerade sagen, du hast zwar mehr Bösewichte bekommen, aber ich konnte dir die wenigstens reinsetzen. Ich hätte echt noch aber ein paar Schatten. Ich hätte noch, also ich hätte noch drei Schatten bekämpfen können. Hättest du doch einfach nehmen können. Ja, das darf man also auch nicht vergessen, wenn man weiß, dass man die bekämpfen kann. Ja, am Ende hat sich das so ergeben. Ich wusste nicht, dass ich die bekämpfe. Ja, aber deswegen habe ich ja das hergenommen. Ja, deswegen war gut, dass ich das nicht genommen habe, weil ich hätte Soldaten nicht mehr... Aber ich habe dann nämlich die ganze Bevölkerung habe ich hier mit diesen... Kristallin, ich habe also Kristallsoldaten gebaut eigentlich. Die alle mit Rubinen angelockt. Auf jeden Fall. Ich hätte hier diesen vielleicht, Sammler. Vielleicht der Sammler geht, da schläft auch hinter. Der Sammler, der hätte mir immerhin nochmal, der hätte mir 6 Punkte gegeben, dann wäre ich auf 52 rangekommen. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen trotzdem noch die anderen Punkte hätte bauen können. Das ist ja nur ganz spektakulär. Aber vielleicht hättest du die Sachen einfach nicht raufgelegt und hättest hier alles rot gelegt, dann hättest du den noch wegschlagen können. Dann hättest du auch. Ja, aber das ist halt so im Prozess entstanden. Das ist ein Prozess. Um den Riesen. Ja, ich hätte hier. Ja, aber nichts. Und das ist ein Prozess und so ist es mit dem Spiel auch. Man lernt, je mehr man spielt. Also mir gefällt es gut. Ja, das ist so ein schöner Mechanismus auf jeden Fall. Ich habe noch nicht so rausgefunden, wie man dich durchblufft, aber muss ich ja auch nicht. Ich sag mal so oder so, trotzdem hat es für schöne Entscheidungsmomente gesorgt, ob man, nimmt man jetzt das und doch auch nicht. Und man darf aber trotzdem gefühlt nicht so sehr in Paralyse verfallen. Bevor du ausschaltest, wir wollten ja noch sagen, was ist noch in der Box? Wir wollen euch nochmal ganz kurz vorher nämlich gleich auch diese Module zeigen, oder? Das kann er nämlich sehr gut. Ich möchte auch schon nochmal kurz die Rückseite jetzt zeigen. Wieland, eins der drei Module, Piet. Na, wir haben ja jetzt... Aber es gibt hier noch weitere Monster. Es gibt hier also noch den Meisterdieb. Ja, wer den kriegt, der muss eine Ressource zudecken von seiner Heimatbasis. Also der Krieg, genau. Ja. Und wir haben hier noch die Riesenratten, die ziemlich fies sind, die man aber einfach so wegprügeln könnte. Ja, die könnte man, so wie die Typen könnte man... am Ende, in der Produktionsphase, vermehren die sich halt und bringen so kleine Ratten mit. Ja, und die bringen dann, also wenn man zwei hat, 2x2 sind dann schon 4, dann kriegst du 2 dazu und die haben alle Minuspunkte. Hast du da so einen Rattenbefall? Die sieht auch nicht ganz so gesund aus. Ja, ist auch eine große Ratte. Ja. Die groß da werden, könnte man die Miniatur von Osborn oder wie das... Genau, wenn man mit dem Modul nicht spielt, was hat man denn? Dann hat man hier Katastrophenkarten, die man an Stelle reinnimmt. Damit man immer noch diesen verdeckten Bluff... Das sind dann also nur -4 Punkte, die kann man nicht bekämpfen. Das andere Modul wäre dann Verbündete. Das heißt also, am Anfang der Runde zieht jeder 2 und sucht sich einen aus. Den kann man dann entsprechend mit den Personen aktivieren. Ja, sieht man hier zum Beispiel. Ja, zahle 4 Soldaten, bevor du einen Angebotsbereich wirfst, wirf eine Karte aus einem Angebotsbereich. Und hier seht ihr auch, bestimmte gibt es auch nur im Zweispielerspiel. Im Solospiel müsste man ja aussortieren. Oder zahle 5, erhalte 3 Dinge. Da hat man also immer eine Wahl. Ist also dann da ist so es nicht dieses, genau, konfrontativ ist da nicht. Das dem Motto, hier komm, ich drücke jetzt den Eisriesen. Was rein. Aber ja bei, sage ich mal, zu Wonderful World auch manchmal so ein Problem war, dass das eigentlich nicht so wirklich konfrontativ war. Also man hat ja eigentlich, oder auch interaktiv, man hatte zwar das Drafting, aber sonst ist ja nicht viel passiert. Dann hat man seine Auslage gepuzzelt und das ist hier mit diesen Reindrücken schon so ein bisschen so mehr. Ah, er schaltet doch nochmal um. Ja, natürlich schaltet er nochmal um. Wir haben ja noch Quest. Nein. Ich wollte hier, Modul 3, ich dachte, wir haben hier nämlich so eine Quest. Der Pestlord. Na, wunderbar. Genau, das ist hier der Pestlord. Und das sind immer Sachen, die wir erfüllen können. Also in jeder Runde kann ich dann irgendwas erfüllen davon. Ach, guck mal, hier gibt es Soldaten. Ja, musste auch hier 10 Soldaten sein. Das muss auch erfüllt werden.
Hat man das nicht erfüllt, kann man gar nicht gewinnen. Mhm. Na, also das, man muss da auch nicht hinlaufen, man muss nur das erfüllen, das ist einfach nur Zusatz. Und immer wenn man sowas erfüllt hat, hat man dann halt, legt man da den Marker halt mit drauf, dass man weiß, ey, ich habe das erfüllt. Ja. Und die sind halt für Solospiel und für Zweispielerspiel. Der hohe Norden. Ja, der hohe Norden. Das heißt, du willst den hohen Norden entweder untertan machen, überfallen, wie auch immer, weil hier zahlt man 12 Soldaten. Also ich glaube, erobern trifft es da ganz gut. Mhm. Und hier ist es halt der Thronräuber. Da versucht man, den Thron zu erhaschen. Da braucht man noch was. Da brauchst du wirklich was dran. Das heißt, ihr spielt das Spiel also immer mit einem der Module, entweder halt dieses, ja, sehr, na, wie soll ich sagen, miese, fiese, wirkt dem anderen vielleicht was rein, Modul? Ja, also man muss ein bisschen schon, also man kann die ja bekämpfen, ja. Deswegen ist es ja eigentlich auch nicht so schlimm, aber wenn man dann irgendwas hat, wo man so denkt, ah, stimmt. Oder halt dann so ein bisschen nicht ganz so konfrontativ, weil es halt, wir kennen jetzt natürlich nicht diese Botschaft, die ganzen Fähigkeiten von den Sachen, kann natürlich auch. Aber wenn es halt nur minus 4 Punkte sind, die kann ich halt irgendwo durchrechnen, dann muss ich halt eine andere Karte bauen, dann nehme ich das. Dann ist das gefühlt auch nicht so schlimm, wenn ich mal was nehme. Aber jeder hat dann einen Kometen und wenn man dann beide nimmt, ist auch doof. Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten immer noch gefühlt so straightforward wie der große Vorgänger. Ne? Man muss halt wirklich gucken, dass man da nicht so einen Brain Freeze kriegt im Sinne von, ich produziere das, wenn nicht, dann mache ich noch das. Und ja, das gerade, ist auch immer so gerade mit diesen, jetzt lege ich die Karte, die könnte ich auch noch brauchen. Also da muss man sich, glaube ich, ein klein bisschen auch immer mal so ein bisschen treiben lassen. Da kann man natürlich schöne Fallen jetzt vielleicht versuchen. Bringt ja noch die Keule raus, ja. Ja, nee, also es hat mir viel Spaß gemacht, diese Zweispieler-Variante. Finde ich auch und ich finde halt, es ist auch eine ganz andere Dynamik. Wie du und schon es, hat, es ist nicht passiert, weil wenn man das hier wegwischt, ist das einfach nicht passiert. Dann ist aber nein, ich hätte ja P und A einfach nur vertöpfen müssen. Darauf kommt er jetzt mal abgewischt. Mann, oh Mann. Aber immerhin abwischen kann er. Ja, wenn ich eins kann, ist dann richtig abwischen. Fertig, bis dann. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss.